Es kann natürlich zig Gründe für Schlaflosigkeit geben. Vollmond oder etwas geht einem durch den Kopf, das einen nicht einschlafen oder durchschlafen lässt. Schweres Essen am Abend, bei den Frauen vielleicht die Hormone. Anthony sagt zur Schlaflosigkeit in einem Instagram-Beitrag und der Text ist auch im Buch Brainsaver, Heile dein Gehirn zu finden, folgendes. Schlafstörungen können manchmal ganz einfach auf einen rasenden Geist zurückzuführen sein, der versucht, ein Problem, Stress oder eine Sorge in deinem Leben zu lösen. Wir brauchen uns wegen ein oder zwei schlechten Nächten nicht zu stressen. Wenn Schlafprobleme chronisch werden, ist mehr im Spiel. Neurotransmitterchemikalien sind ein entscheidender Bestandteil der Fähigkeit zu schlafen. Während wir schlafen, fließt Elektrizität durch jedes Neuron. Wenn die Neurotransmitter vermindert sind, haben es die elektrischen Impulse schwer, sich im Gehirn fortzubewegen. Niedrige oder geschwächte Neurotransmitter können dazu führen, dass das Gehirn Schwierigkeiten hat, das Gleichgewicht zu finden, sodass du leicht in den Schlaf fällst und dort bleiben kannst. Eine Person kann auch ein empfindliches Nervensystem aufgrund einer chronischen, geringgradigen Infektion der Leber mit einem Virus wie EBV oder Gürtelrose haben, die oft nicht diagnostiziert wird. Neurotoxine, die aus der Leber ausbrechen und durch den Blutkreislauf wandern, können das Gehirn erreichen, wo sie Neurotransmitterchemikalien sättigen, verschmutzen und abschwächen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Ernährung eines Menschen nicht dazu geeignet ist, ihn vor Viren zu schützen und die Neurotransmitteraktivität zu steigern. Menschen mit toxischen Schwermetallen im Gehirn haben oft Schlafstörungen, weil toxische Schwermetalle oxidieren und die chemischen Substanzen der Neurotransmitter beeinträchtigen. Bei sehr chronischer, schwerwiegender Schlaflosigkeit handelt es sich meist um eine Kombination aus toxischen Schwermetallen im Gehirn und einer geringgradigen Virusinfektion im Körper. Toxische Schwermetalle und Viren schwächen das zentrale Nervensystem gerade so stark, dass der Schlaf ständig gestört wird oder dass es sehr schwierig ist, überhaupt einzuschlafen. Körperliche Schmerzen aufgrund einer geringgradigen Virusinfektion oder einer Verletzung können ebenfalls zur Schlaflosigkeit führen. Das Gleiche gilt für Arzneimittel, die die Leber träge und stagnierend machen, während sie eine geringgradige Virusinfektion wie EBV nähren. Spezifische Heilungsunterstützung für Schlaflosigkeit, einschließlich eines Ergänzungsprotokolls mit Dosierungen, gibt es im Buch Heile dein Gehirn, das Praxisprogramm.